Es ist für Kinder ein großes Vergnügen, wenn sie Geschichten nicht nur hören oder malen und Bilderbücher anschauen, sondern wenn sie Geschichten sehen, in Szene gesetzt, als kleines Theaterstück. Und so hat sich bei uns in der Startarbeit bewährt, dass wir immer wieder zum Abschluss von künstlerischen Einheiten kleine Geschichten aufführen. Man steht natürlich vor der Frage, wie macht man das? Ohne großen Aufwand, ohne viel Material, das man zur Verfügung hat. Und ich werde Ihnen dazu zwei kleine Tipps geben, die wir immer wieder in der Arbeit einführen. Stehpuppenspiele sind bei Kindern und bei Erwachsenen gleichermaßen beliebt. Kinder können sich gut einbringen, ja sogar mitspielen. Und für Erwachsene ist es leicht zu handhaben. Es braucht wenig dazu. Ja, und was braucht es? Man braucht nur eine glatte Fläche, sagen wir einen niedrigen Tisch oder zwei Stühle, auf die ein Brett gelegt wird, oder so wie hier eine größere Kiste. Und als zweites braucht man ein Leintuch. Das legt man drüber und dann kann es losgehen. Dann wird als erstes überlegt, wo spielt denn das Spiel? Ja, wenn es auf einer Wiese spielt, dann eignet sich natürlich ein grünes Tuch, das man dabei hat und als erstes den Bühnenboden damit gestaltet. Und was wird auf einer Wiese sein? Ja, natürlich kann da zum Beispiel ein Baum stehen. Man kann einfach Äste mitbringen, Hölzer mitbringen, die man in eine kleine Platte hineinsteckt und so werden sie standhaft, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können andere Zweige mitbringen, Äste mitbringen. Wir können aus dem Wald sammeln, was Kinder finden. Und aus nichts haben wir ein kleines Bühnenbild geschaffen. Aber die Bühne ist noch nicht das Spiel. Wir brauchen als nächstes Figuren. Ich zeige Ihnen nun zwei Figuren, die wir gebastelt haben in München im Helferkreis mit den Müttern der Flüchtlingskinder. Es war ein Kurs von etwa 14 Tagen mit viel Gesprächen und gleichzeitig haben wir mit den Kindern Theater gespielt. Diese beiden Figuren sind dabei entstanden. Wenn es dazu nicht die Möglichkeit gibt, kann man selbstverständlich Figuren mitbringen. Aber es handelt sich ja nicht nur um Könige und Königinnen, sondern meistens tauchen in Spielen Tiere auf. Die Tiere können aus den Spielsachen der Kinder stammen. So brachte ein Kind mir diese Giraffe mit. Es kann auch etwas Selbstgebasteltes oder Selbstgenähtes, in diesem Falle etwas Selbstgestricktes sein. Ja, es kann auch etwas Geschnitztes sein. Oder, was wir auch gemacht haben, bei dem Spiel, von dem ich vorher erzählt habe, mit dem Königspaar, wir haben mit den Kindern auch gleichzeitig einen Vogel gebastelt. So wird dieses Spiel sehr, sehr bunt und jeder kann sich beteiligen auf seine Weise. Ich erinnere mich an ein Spiel, bei dem die Kinder sagten, wir können nicht basteln. Und dann haben wir einfach Figuren ausgeschnitten, hinter mit einem Holzklötzchen befestigt und so konnten wir auf diese Weise sehr gut spielen. Es gibt viele Möglichkeiten, so ein Spiel einzurichten. Worauf wir bei Start International immer großen Wert legen, dass wir nur so viel für ein Spiel verwenden, was in eine Kiste geht. Diese Kiste, die kann man gut verstauen und überall mit hinnehmen. Ja, und nun wünsche ich viel Vergnügen bei der Erstellung eines Spiels.